Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Rolf Mützenich, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein nuklearer Schatten legt sich erneut über unsere Welt. In Hawaii gab es Fehlalarm. Menschen verabschiedeten sich von ihren Verwandten, von ihren Familien, weil man glaubte, eine nordkoreanische Atomrakete sei im Anflug. In Japan gibt es wöchentlich Übungen für Kinder, wieder in Atombunker zu gehen. In den USA wird eine neue US-Doktrin erlassen über den Erstschlag, über die Verkleinerung von Atomwaffen. In Europa wird angesichts der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, Dänemark gedroht mit einem Atomschlag. Der russische Präsident fabuliert von der Inkraftnahme der russischen Atomraketen. Und wer immer noch nicht glaubt, dass dieser nukleare Schatten auf der Welt liegt, der muss sich nur noch mal die Bilder von gestern Abend anschauen, als auch dort erneut der russische Präsident vor dem Hintergrund von anfliegenden Raketen und Animationen über einen bevorstehenden Atomkrieg fabuliert. Alles das sind Dinge, die Europa unmittelbar betreffen. Und ich befürchte, dass wir auch Zeitzeugen wieder einer solchen Auseinandersetzung werden können. Umso mehr muss die Bundesregierung und muss der Deutsche Bundestag alles dafür unternehmen, dass es nicht dazu kommt. Deswegen, meine Damen und Herren, diskutieren wir heute über einen Antrag, der in diesem Kontext steht, der damals ein Verbot und die Vernichtung von landgestützten Mittelstreckenraketen möglich gemacht hat. Er ist wieder in Gefahr, und ich bin dankbar, dass es nach den Koalitionsverhandlungen so schnell gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag auf den Weg zu bringen. Das deutet Gutes an, dass wir dieses Thema auch in Zukunft besprechen werden. Aber ich würde mir auch wünschen, dass wir versuchen sollten, mit anderen Parteien, weil ich glaube, es gibt ein gemeinsames Interesse und es darf keine ideologischen Trennlinien, zumindest in diese Richtung, geben, letztlich auch diesen Antrag, vielleicht später auch, um andere Anträge gemeinsam zu bereichern. Deswegen, meine Damen und Herren, warum haben wir uns dafür entschlossen, heute über den INF-Vertrag zu sprechen? Eben weil er ein Vorbild und ein Anker für andere Abkommen gewesen ist und insbesondere der Vertrauensbildung gedient hat, ein hohes Gut für Europa. Dieser Vertrag hat das Dilemma letztlich auch von Abrüstung und Rüstungskontrolle aufgelöst, weil manchmal auch Abrüstung und Rüstungskontrolle ja auch zur Modernisierung von Waffensystemen führt. Und dass es ein Nichtrüstungsvertrag geworden ist, ist die hohe Qualität am Ende des INF-Vertrages und hat auch Stabilität nach Europa gebracht. Umso mehr ist es bedauerlich und auch gefährlich, dass sich die USA und Russland gegenseitig die Verletzung dieses Vertrages in den vergangenen Jahren vorgeworfen haben. Alle die, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz gewesen waren, haben gemerkt, dass auch dieses Thema eine große Rolle bei den Diskussionen gespielt hat. Auf der einen Seite werfen die USA Russland vor, neue Systeme an den europäischen Außengrenzen zu stationieren. Auf der anderen Seite wird die Raketenabwehr von Russland in die Diskussion eingeführt, dass auch hier die Verletzung des INF-Vertrages passiert. Und ich glaube, wir sollten uns daran erinnern, dass es in der Tat ein Fehler gewesen ist, nachdem Präsident Bush 2002 den ABM-Vertrag einseitig gekündigt hat, uns in Europa es nicht gelungen ist, die USA von einem alternativen Vertrag zu überzeugen. Und gestern hat das ja auch noch mal sehr deutlich die Pressekonferenz von Putin gemacht, dass gerade die Raketenabwehr zu Unsicherheit auch letztlich in Europa führt. Und ich fordere die Bundesregierung, aber ich fordere auch den Bundestag auf, in Zukunft noch viel stärker über wieder ein vertragsgestütztes System für die Raketenabwehr zu sprechen. Umso mehr, meine Damen und Herren, wir wollen diesen INF-Vertrag verteidigen, und wir unterstützen keine Pläne
für neue Forschung oder neue Entwicklung von Mittelstreckenraketen. Und wir Sozialdemokraten würden einer Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland nicht zustimmen. Und umso mehr werben wir Sozialdemokraten für eine geschlossene Haltung in Europa, weil das nach meinem Dafürhalten das beste Mittel ist, den USA und Russland Raum für vertrauensbildende Verhandlungen zu geben. Ich glaube, dass diese Probleme zwischen diesen beiden Ländern bilateral gelöst werden können. Und die NATO darf nicht instrumentalisiert werden. Meine Damen und Herren, anschließende Beiträge, darüber bin ich mir, ich glaube zumindest, relativ sicher, werden sich auch mit den Kurzstreckenraketen hier in Deutschland befassen. Und in der Tat, ich war auch einige Zeit persönlich dafür gewesen, für einseitige Schritte. Aber die Erfahrungen vom damaligen Bundesaußenminister Fischer, aber auch die Anstrengung des ehemaligen und verstorbenen Außenministers Westerwelle haben mich nicht nur eines Besseren belehrt, aufgrund des großen Aufwandes und des geringen Erfolgs, sondern ich glaube, wenn wir diesen Weg gehen würden, den einseitigen Abzug aus unserem Land zu bewerben, löst dies keines der Probleme, weder auf russischer Seite, und ich befürchte auch, es bringt neue Unsicherheiten nach Europa rein, weil wir doch immer wieder auch mit Nachrichten konfrontiert sind, zum Beispiel von Seiten der polnischen Regierung, dass sie diese Kurzstreckensysteme sehr gerne in ihrem Land stationieren würden, wenn sie dann aus Deutschland abgezogen würden. Und das bringt doch neue Unsicherheit hinein. Und das zeigt ja noch mal, die alleinige Fokussierung auf unser Land bringt am Ende nicht mehr Sicherheit für uns alle. Deswegen, meine Damen und Herren, schlagen wir einen anderen Weg vor, die taktischen Atomwaffen in Europa auch als Problem der konventionellen Disparitäten zu sehen. Und deswegen war es klug und richtig und von uns Sozialdemokraten sofort und nachhaltig unterstützt, als der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, innerhalb der OSZE muss über konventionelle Abrüstung und Rüstungskontrolle gesprochen werden, um in diesem Korsett einzubinden, letztlich auch die Frage der vollständigen Abschaffung und Vernichtung der taktischen Atomwaffen. Und deswegen, meine Damen und Herren, ich glaube, wir diskutieren heute über zwei Dinge. Auf der einen Seite den INF-Vertrag zu sichern, weil er letztlich Stabilität für Europa gewährleistet, ein Ankerpunkt letztlich auch für Abrüstung und Rüstungskontrolle sein kann und insbesondere auch der künftigen Bundesregierung einen Weg zu zeigen, dass Abrüstung und Rüstungskontrolle sich lohnt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Rolf Mützenich, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, hat hier die Debatte eröffnet, den Antrag der CDU, CSU und SPD begründet, den INF-Vertrag als Grundpfeiler atomarer Sicherheitsarchitektur zu stärken. Nächster Redner jetzt von der CDU, Johann David Wadepool, auch er stellvertretender Fraktionsvorsitzender seiner Fraktion. Die jedenfalls seit 1990, glaube ich, so kritisch ist wie noch nie zuvor. Sie haben die Ukraine erwähnt. Wir können nach Syrien schauen, wo die Kriegshandlungen fortgesetzt werden, von russischer Seite, von iranischer Seite, leider auch von türkischer Seite. Wir haben das hier diskutiert. Es gibt die Bedrohungslage durch Korea oder in Korea, durch Nordkorea für Japan, einen engen Bündnispartner unsererseits. Und wir haben gestern einen russischen Präsidenten erlebt, der neue Waffensysteme vorgestellt hat, in einer Stimmung, die man fast als diebische Freude bezeichnen kann. Intelligente, nuklear bewaffnete Waffensysteme für das Wasser und für die Luft. Und in dieser Situation muss man, finde ich, zweierlei sagen. Erstens, Deutschlands und Europas Sicherheit hängt davon ab, dass wir fest im westlichen Bündnis stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens, Deutschland sieht sich der Abrüstung verpflichtet, der Rüstungskontrolle verpflichtet und sieht sich vertraglichen Vereinbarungen verpflichtet, die wir alle eingegangen sind. Und deswegen, jede Regelverletzung, geschehe sie in Ost-Ghuta, geschieht sie durch Verletzung des Budapester Vertrages, durch Annexion der Krim,
Jede Verletzung auch des INF-Vertrages ist ein Beitrag zur Unsicherheit und muss von uns deshalb sanktioniert werden. Wir dürfen keine Vertragsverletzungen in Europa und in dieser Welt, auch im sicherheitspolitischen Bereich, dulden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Kollege, weil Sie gesagt haben, NATO instrumentalisiert, Herr Kollege Mützenich, in dem Punkt unterscheide ich mich. Wenn es eine Lehre aus der Zeit des Doppelbeschlusses und sozusagen der Kreierung, die ja angedacht war von Helmut Schmidt, dem früheren Bundeskanzler Ihrer Partei, wenn es daraus eine Lehre gibt, dann ist die Lehre doch Festigkeit im westlichen Bündnis mit der Bereitschaft zur Sicherheitskooperation mit Russland und mit anderen, das wird man ausdenken müssen. Das ist das Rezept, mit dem wir Sicherheit gewährleisten können. Unsicherheit im eigenen Bündnis, sei es durch Infragestellen des 2-Prozent-Zieles, sei es durch Infragestellung der nuklearen Teilhabe, sei es durch Infragestellung unserer Bündnisverpflichtung, führt zu mehr Unsicherheit. Wir brauchen zwei Standbeine, die Offenheit zur Kooperation mit anderen. Aber wir müssen wissen, wo wir stehen. Und wir stehen in der NATO, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist jetzt eine klare Reaktion notwendig. Und es darf keine einseitige werden. Es ist schon bemerkenswert, dass auf diese mögliche Vertragsverletzung russischer Seite nur die USA reagiert haben. Wir brauchen eine europäische Reaktion. Moskau muss wissen, wir beobachten das. Moskau muss wissen, in unserem Koalitionsvertrag steht Achtsamkeit drin und steht auch das Wort Resilienz drin. Und das heißt, dass wir als erstes jetzt Aufklärung wollen, dass wir jetzt als erstes Klarheit wollen, wofür sind diese Bataillone gedacht, was ist dort möglich, was ist dort vorstellbar. Aber Moskau muss auch wissen, dass es im Zweifel auch eine Antwort geben muss. Die soll nach unserer Vorstellung in keinem Fall in einer neuen Rüstungsspirale enden. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die darf auch nicht in einer falsch verstandenen Nachgiebigkeit bestehen. Schweigen an dieser Stelle wäre ein schwerer politischer, auch sicherheitspolitischer Fehler. Deshalb brauchen wir jetzt von Moskau an dieser Stelle Klarheit, Offenheit, Vertragstreue und Standfestigkeit unsererseits im westlichen Bündnis. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. In der Debatte über die Abrüstungspolitik, da geht es um den INF-Vertrag, hat jetzt das Wort Anton Friesen für die AfD. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Bürger auf der Besuchertribüne. Die Atomkriegsuhr steht auf 2:12. So hoch schätzen renommierte Experten, Atomphysiker derzeit die Gefahr eines Nuklearkrieges. Nur ein einziges Mal stand die Menschheit so nah vor dem Abgrund. Das war 1953, mitten im beginnenden Kalten Krieg. Internationale Vertragswerke zur atomaren Abrüstung, wie der INF-Vertrag, der die Abschaffung von nuklearen und konventionellen Mittelstreckenraketen vorsieht, oder der zur Reduzierung strategischer Atomwaffen und ihrer Trägersysteme überlebenswichtige New START, stehen vor dem Scheitern bzw. drohen nach ihrem Auslaufen nicht weiter verlängert zu werden. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig Beschuldigungen an den Kopf, wer durch was die Vertragswerke verletzt habe, und rüsten wie die übrigen Atommächte dieser Welt munter auf. Beispiele dafür gibt es zu Genüge. Wir hatten gestern ein Beispiel. Wir haben aber auch ein Beispiel bei der Modernisierung der Atomwaffen der Vereinigten Staaten, bei der Entwicklung der sogenannten Mini-Nukes, bei der Bereitstellung der Gelder für die Entwicklung einer Mittelstreckenrakete, die den INF-Vertrag verletzen würde, seitens des US-amerikanischen Senats. Das Ganze findet vor dem Hintergrund des konflikthaften Entstehens einer neuen multipolaren Weltordnung statt. Dazu kommen auch noch neue Arten der Kriegsführung, die die Gefahr einer militärischen, auch nuklearen Konfrontation vervielfachen. Cyberspace, ebenso im Weltraum, die automatisierten Waffensysteme nicht zu vergessen. Werden die hier vorgelegten Anträge der täglich schrumpfenden Gerne-Großkoalition und der kleinsten Möchtegern-Regierungspartei dem Ernst der Lage wirklich gerecht?
Nein, Sie kommen über Allgemeinplätze nicht hinaus. Wobei die Grünen immerhin die schon länger und bald schon wieder hier Regierenden daran erinnern, dass sie mal hoch und heilig versprochen haben, sich für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. Übrigens hätten wir hier einen ganz breiten Konsens im Plenum, in der Vergangenheit zumindest. Denn sowohl die Union als auch die SPD, als auch wir, die FDP, die Grünen und die Linken, haben sich in der Vergangenheit für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland ausgesprochen. Aber manche leiden an politischer Amnesie und andere haben für ein Pöstchen in der GroKo schon mal eine 180-Grad-Wende vollbracht. Da darf sich ja auch ein gewisser Herr Schulz mal ruhig angesprochen fühlen, auch wenn es mit dem Pöstchen bekanntlich nicht so ganz geklappt hat. Während Wendehälse wanken, stehen wir als AfD ganz klar und eindeutig für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland. Um den INF-Vertrag zu retten, sollte Deutschland dafür eintreten, die seitens Russlands und der USA reklamierten Vertragsbrüche umfassend aufzuklären und für vollständige Transparenz zu sorgen. Wir brauchen deutsche, russische, US-amerikanische Inspektoren, die Zugang erhalten sowohl zu den russischen SSC-8-Raketen als auch zur US-amerikanischen Raketenabwehr. Und wir brauchen einen neuen, weltumfassenden INF-Vertrag mit allen Atommächten. Nicht zuletzt brauchen wir auch eine wehrhafte Bundeswehr. Statt Gender und Gedöns brauchen wir Panzer, die fahren, Flugzeuge, die fliegen und U-Boote, die tauchen. Auch hier versagt die noch nicht leider schon wieder Koalition. Deutschland, meine Herren, braucht eine Regierung, die seinen Interessen, seiner geopolitischen Stellung endlich gerecht wird. Die Welt wartet nicht. Die Atomuhr, sie tickt. Vielen Dank. Anton Friesen ist 1995 mit seinen Eltern aus Kasachstan nach Deutschland eingewandert. Nächster Redner jetzt für die FDP, Alexander Müller. Herr Präsident, meine Damen und Herren, als Russland vor wenigen Jahren die Krim und die Ostukraine eingenommen hat, lautete die offizielle Begründung, dort leben sehr viele russische Staatsbürger mit einem gewissen Sicherheitsbedürfnis. Und dieses können wir nur gewährleisten, wenn Russland selbst dort für Sicherheit sorgt. Wir alle wissen, dass Präsident Putin regelmäßig von innenpolitischen Problemen ablenkt, indem er sich militärisch irgendwo profiliert, ob auf der Krim, in der Ostukraine, in Syrien oder wie gestern gesehen mit neuen Waffenpräsentationen. Immer wenn es bei ihm innenpolitisch schwierig wird, dann besorgt er sich Nebenkriegsschauplätze, auf denen er sich die nötige Popularität wieder erkauft. Die drei baltischen Staaten passen ideal in dieses Schema, haben sie doch einen Bevölkerungsanteil von etwa einem Viertel russischer Bürger. Und auch die Enklave Kaliningrad könnte für Russland leichter auf dem Landweg erreicht werden. Das Baltikum, Mitglied der Europäischen Union, ist sich dieser Gefahr sehr bewusst. Die Lebensversicherung für das Baltikum ist der starke Arm der NATO, dessen Stärke Russland abschreckt. Und selbstverständlich gehört auch die Einbeziehung des nuklearen Potenzials mit zu diesem Schutzschirm dazu. Was glauben Sie, welche Schockwelle durch ganz Osteuropa geht? Herr Kollege, Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Bitte erst nach der Rede. Nach der Rede gibt es keine Zwischenfrage, da ist dann zu Ende. Dann lehne ich sie ab. Was glauben Sie, welche Schockwelle durch ganz Osteuropa geht, wenn Deutschland einseitig aus der nuklearen Teilhabe aussteigen würde, so wie es die Grünen verlangen? Wenn wir uns aus internationalen Vereinbarungen einfach vom Acker machen und den anderen sagen, seht doch zu, wo ihr bleibt. Wir fangen gerade an, zusammen mit den europäischen Partnern unsere Verteidigung europäisch zu denken und europäisch zu organisieren. Dazu gehört enorm viel Vertrauen, weil die einzelnen Nationalstaaten dafür nationale Souveränitäten abgeben müssen. Dieses Vertrauen würden wir konterkarieren, wir würden diesen Aufbau einer europäischen Verteidigung im Keim ersticken, wenn wir einseitige Maßnahmen ergreifen würden und uns aus den Bündnissen verabschieden würden. Ich habe schon vor einer Woche hier ausgeführt, und ich muss nicht alles wiederholen, dass es wenig bringt, wenn die Atomwaffen freien Staaten verlangen,
dass alle Nuklearmächte bitte ihre Atomwaffen vernichten sollen. Der Antrag von Union und SPD greift ja genau diese Linie auf, nämlich die bestehende Sicherheitsarchitektur in Europa nicht ohne Not zu gefährden, sondern im Dialog gemeinsam mit USA und Russland darauf hinzuarbeiten, Schritt für immer weniger Atomwaffen zu sorgen. Unsere Aufgabe in Deutschland und Europa ist es dabei, zu vermitteln, Unklarheiten auszuräumen, gegenseitige Vorwürfe zu entkräften und mit dafür zu sorgen, dass die Vereinbarungen aus dem INF-Vertrag, also dem Verbot aller Mittelstreckenraketen, eingehalten werden und die Verträge weiterhin gelten. Die Grünen verlangen in ihrem Antrag unter Punkt 3 den einseitigen Ausstieg Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe der NATO. Doch das ist genau das Vorgehen, wie es Präsident Trump macht. Es interessiert einen nicht, welche Bündnisse man eingegangen ist, welche Absprachen dabei getroffen wurden. Man macht sich einfach vom Acker unter dem Motto, nur meine Interessen sind wichtig, die Osteuropäer sollen dann sehen, wie sie klarkommen. Meine Damen und Herren, genau diese Methode Trump kann doch nicht ernsthaft unsere Antwort auf die Herausforderungen des Zeitalters der Globalisierung sein. Lassen Sie uns vielmehr daran arbeiten, das Vertrauen zwischen den Atommächten zu verbessern, die bestehenden Abrüstungsverträge zu stärken, weiterzuentwickeln und gemeinsam im Verbund mit den europäischen Partnern die Sicherheit in Europa zu verbessern. Vielen Dank. Für die Linksfraktion hat jetzt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Heike Hensel als Nächste das Wort. Nein, es gibt auch erst eine Kurzintervention. Dankeschön, Herr Präsident. Auf die Rede des geschätzten Kollegen Müller möchte ich insofern eingehen, als ich ihn daran erinnern möchte und auch die gesamte AfD-Fraktion erinnern möchte. Ich verbessere die gesamte FDP. Fraktion daran erinnern möchte, dass es im Nachgang zum 2+4-Vertrag der damalige langjährige Außenminister und ihr Parteimitglied Genscher war, der deutlich in Nebenerklärungen gesagt hat, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird, wenn die russischen Streitkräfte aus den neuen Bundesländern abgezogen sind, was ja dann schon bereits 1994 der Fall war. Und dass in dem Zusammenhang auch und in der Weiterentwicklung dieser Friedenspolitik Ende der 90er Jahre der NATO-Russland-Rat eingerichtet wurde und hier in diesem Hause 2001 Putin sich genau auf diese Zusagen bezogen hatte. Aber die Politik der Bundesregierung spätestens ab 2002 mit ihrer neuen Bundesvorsitzenden, ihrer der CDU, hat sich diese Politik beendet und könnten Sie vielleicht auch zur Kenntnis nehmen, dass diese Politik und nun auch die Stationierung von NATO-Streitkräften und der wesentlichen Beteiligung unserer Bundeswehr, zumindest von dem, was noch einsetzbar ist, im Baltikum auch von der Russischen Föderation als eine Bedrohung wahrgenommen werden kann. Danke. Herr Kollege Müller, Sie können, wenn Sie wollen, darauf antworten. Herr Kollege Lukassen, ich würde Sie gerne fragen, wo Sie diese Erkenntnisse herhaben, aus welchem Verschwörungsblock. Hans-Friedrich Genscher kann sich leider nicht mehr wehren und wir können uns daran nicht erinnern. Jetzt erteile ich, nein, das mehr, die Frage müssen Sie bei anderer Gelegenheit beantworten, das hilft nichts. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Heike Hensel, die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 30 Jahren einigten sich die USA und die Sowjetunion auf ein weitreichendes Abrüstungsabkommen, den sogenannten INF-Vertrag. Und das war ein entscheidender Beitrag zur europäischen Sicherheit. Praktisch alle landgestützten Mittelstreckenraketen wurden zerstört. Eben auch die US-Pershing-Raketen, gegen die viele von uns damals demonstriert haben, zum Beispiel auch in Baden-Württemberg in Mutlangen. Und das fand statt in einem Klima des Vertrauens und der Verständigung in Europa.
Und deswegen, Herr Wadepohl, muss ich sagen, wir brauchen eben jetzt nicht eine neue kalte Kriegsrhetorik und Abschreckung, sondern wir brauchen genau wieder ein Klima des Vertrauens, der Maßnahmen, die eben zu mehr Verständigung führen, um zu neuen Abrüstungsinitiativen zu kommen. Ich möchte daran erinnern, damals wurde über die Idee eines gemeinsamen Haus Europa gesprochen. Es stand auf der Tagesordnung. Davon ist heute leider nichts mehr zu hören. Denn während sich der Warschauer Pakt auflöste, blieb die NATO als Militärbündnis bestehen. Und dies ist auch ein historischer Fehler. Die NATO ist ein Relikt des Kalten Krieges. Und die Linke setzt sich dafür ein, dass die NATO endlich ebenfalls aufgelöst wird und Deutschland aus den militärischen Strukturen der NATO austritt. Wir wollen eine europäische Sicherheitsstruktur. Wir haben ja erlebt, die NATO-Osterweiterung, die mittlerweile bis zur Westgrenze Russlands vorgerückt ist. Und die NATO hat sich zu einem weltweiten Kriegsbündnis entwickelt, das militärisch interveniert. Und von Abrüstung im nuklearen oder konventionellen Bereich ist überhaupt keine Rede mehr. Die Mitgliedstaaten haben sich jetzt verpflichtet, ihre Rüstungsausgaben massiv zu steigern, auf 2% des Bruttoinlandsprodukts. Für Deutschland würde das bis zu 70 Milliarden Euro Rüstungsausgaben bedeuten. Wir fordern, dass dieser Rüstungswahnsinn gestoppt wird. Auch nuklear soll aufgerüstet werden. Die Modernisierung der in Deutschland gelagerten US-Atomwaffen und die Entwicklung sogenannter neuer kleiner Atomwaffen, Mini-Nukes, die jetzt in der neuen US-Nuklearstrategie angekündigt wurden und die einen Atomkrieg begrenzt führbar machen könnten. Das Pentagon argumentiert, die Sicherheit würde steigen, wenn man befürchten müsse, dass nukleare Atomschläge durchführbar wären. Und ich frage die Bundesregierung, ob sie diese US-Strategie allen Ernstes für einen Beitrag für mehr Sicherheit in Europa hält. Wir erwarten, und wir begrüßen da auch die Aussagen von Herrn Mützenich, wir erwarten von einer künftigen Bundesregierung, dass sie deutlich sagt, dass keine neuen landgestützten Atomwaffen in Deutschland stationiert werden. Europa darf nicht zum atomaren Schlachtfeld werden. Und stattdessen muss sich die Bundesregierung endlich für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland stark machen. Ich möchte daran erinnern, wir haben ja einen Beschluss des Bundestages von 2010 und die nukleare Teilhabe im Rahmen der NATO aufkündigen. Die gestrige Vorstellung von Präsident Putins neuen strategischen Nuklear- und Interkontinentalraketen ist ein Ausdruck einer besorgniserregenden neuen Rüstungsspirale. Und ja, der INF-Vertrag ist gefährdet. Und ja, wir brauchen mehr Transparenz, auch wie in den Anträgen gefordert. Das geht an Russland, aber es geht vor allem auch an die NATO. Denn es müssen auch die russischen Sicherheitsinteressen diskutiert werden, wenn man wirklich über gegenseitiges Vertrauen und Abrüstung sprechen will. Und der atomare Raketenschild der NATO und die Möglichkeit, auch über Schiffe gestützte Raketenabwehrsysteme der USA möglicherweise Russland anzugreifen, bricht den INF-Vertrag, und wir fordern, dass dieser atomare Raketenschild der NATO zurückgenommen wird, aufgekündigt wird. Wir müssen jetzt einsteigen, und da können wir nur von der Ostpolitik Willy Brandts lernen. Wir müssen in neue vertrauensbildende Maßnahmen einsteigen, diplomatisch, wirtschaftlich und im Bereich der Rüstungskontrolle. Transparenz ist gefordert. Aufeinander zugehen. Dazu müssen auch die Sanktionen gegen Russland beendet werden. Sie sind kein Schritt für mehr Vertrauen. Und wir müssen auf kultureller, auf wissenschaftlicher Ebene endlich den Aufbruch wagen für ein gemeinsames Haus Europa. Dazu gehört Russland. Und nur gemeinsam mit Russland ist Frieden in Europa möglich. Sagt Heike Hensel für die Linken, die fordern, dass die Deutschen aus der NATO austreten. Die Grünen legen hier auch einen Antrag vor und fordern, dass Deutschland den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreibt und sich gegen den Bau von Mini-Nukes ausspricht. Nächste Rednerin jetzt Katja Kreuth. Die Parteien fordern sich selbst vorsorglich schon mal auf, als Regierung mehr für Abrüstung und Rüstungskontrolle zu unternehmen. Das ist der positive Teil. Es ist ein hehrer Vorsatz, aber mit Appellen an die Atommächte allein wird es nicht gehen. Im Koalitionsvertrag steht dazu leider nur, dass Deutschland ein Interesse an nuklearer Teilhabe hat. Schade eigentlich.
Dabei ist die Lageanalyse in Ihrem Antrag ja völlig zutreffend. Die Aufrüstungsspirale eskaliert und die Abschreckungsdogmatik des Kalten Krieges dominiert wieder die Debatten. Russland und USA werfen sich gegenseitig Verstöße gegen den INF-Vertrag vor, mit dem 1987 Mittelstreckenraketen aus Europa verbannt wurden. Die USA wollen künftig 40 Milliarden jährlich in den Erhalt und die Modernisierung ihrer Nuklearfähigkeiten investieren und verweigern nach wie vor die Ratifizierung des Kernwaffenteststoppvertrages. Stattdessen entwickeln sie sogenannte Mini-Nukes, also kleine Atombomben, die durch eine vermeintlich niedrigere Einsatzschwelle eine höhere Abschreckung erzielen sollen. Putin wiederum präsentierte gestern erst seine neuen strategischen Raketensysteme, die von der US-Raketenabwehr angeblich nicht erfassbar sein sollen, sogenannte Hyperschallwaffen. Was für ein Irrsinn! Wobei ich an dieser Stelle schon auch noch mal betonen will, dass wir Grünen den Aufbau der Raketenabwehr in Osteuropa von Anfang an für einen Fehler hielten und auch kritisiert haben, weil er zu einer Aufrüstungsspirale führen würde. Und das, genau das erleben wir jetzt. Und dabei hat es doch gerade erst vor 10 Jahren noch so viel Hoffnung gegeben. 2010 haben wir alle hier im Bundestag den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland gefordert. Ich sage es noch mal, wir alle. Davon ist jetzt in Ihrem Antrag leider nichts mehr zu lesen. Ja, die Weltlage hat sich geändert. Aber das spricht gerade nicht gegen, sondern für neue Abrüstungsinitiativen. Dem damaligen Außenminister Westerwelle nehmen wir bis heute ab, dass er es ernst gemeint hatte mit dem Abzug der Atomwaffen. Ob er da mehr an den Amerikanern oder an der Kanzlerin gescheitert ist, bleibt eine offene Frage, zu der ich persönlich durchaus eine Meinung habe. Nunmehr hätte die FDP aber die Chance, an die Ära Westerwelle anzuknüpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, stimmen Sie wieder für uns, mit uns, für nukleare Abrüstung, für Global Zero und für den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. Und nun noch ein paar Worte zum Atomwaffenverbotsvertrag, den die UN-Vollversammlung beschlossen hat und für den die Initiatoren von ICAN sogar den Friedensnobelpreis erhalten haben. Dazu findet sich im Antrag der Koalitäre nicht ein einziges Wort. Kein Wunder. Ihre Regierung hat ihn weder unterstützt, noch hat sie sich enthalten. Sie ist nicht einmal als Gast erschienen bei den Verhandlungen. Dabei ist die Argumentation, der Verbotsantrag würde den Nichtverbreitungsvertrag infrage stellen, geradezu absurd. Der Nichtverbreitungspakt von 1970 beruht auf einer gegenseitigen Verpflichtung. Die Staaten ohne Nuklearwaffen verpflichten sich, keine solchen Waffen herzustellen oder anzuschaffen, und die Nuklearstaaten verpflichten sich, ihre Atomwaffen abzurüsten. Wenn also irgendetwas den Nichtverbreitungsvertrag gefährdet, dann die Tatsache, dass die Nuklearstaaten ihrer Verpflichtung nicht nachkommen und nicht ab-, sondern aufrüsten. Warum hat die Generalversammlung der UNO denn mit großer Mehrheit für ein Atomwaffenverbot gestimmt? Ja, weil die Überprüfungskonferenz 2015 gescheitert ist und die Atommächte sich nicht einen Millimeter bewegt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Abschaffung von Atomwaffen liegt in unser aller Sicherheitsinteresse und in dem unserer Kinder und Kindeskinder. Deutschland hat in dieser Frage zwar nicht die Entscheidung in der Hand, aber völlig unbedeutend ist die Haltung der Bundesregierung innerhalb Europas und innerhalb der NATO auch nicht gerade. Machen Sie sich nicht kleiner, als Sie sind. Die Bundesregierung wäre nur dann glaubhaft, wenn sie auch gegenüber dem eigenen Bündnispartner Haltung zeigen würde. Dazu müsste sie den Atomwaffenverbotsvertrag unterstützen und den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland fordern. Solange sie hierzu einfach schweigt, gehen alle freundlichen Appelle ins Leere. Vielen Dank. Katja Keul war das, die Sprecherin für Abrüstungspolitik der Bündnisgrünen, die hier noch einmal gefordert hat, dass Deutschland den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen soll, der mittlerweile, wenn Kolumbien heute unterschreibt, von 54 Staaten unterschrieben worden ist. Nächster Redner Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Union. Falsch gelesen und unvollkommen zitiert. Wir haben im Koalitionsvertrag ausdrücklich geschrieben, Ziel der Koalition ist die nuklearwaffenfreie Welt. Ziel der Koalition ist die Abrüstung, verifizierbare Abrüstung aller Massenvernichtungswaffen. Ich glaube, klarer kann man sich zu dieser Frage nicht positionieren. Und das Problem, was wir
im Augenblick vor der Brust haben mit der möglichen Verletzung des INF-Vertrages, ist eben auch nicht mit Wortbausteinen von der Bonner Hofgartenwiese zu befriedigen. Das ist damals in den 80er Jahren schon falsch gewesen und es ist heute falsch. Denn wenn diejenigen, die gutwillig sind, ihre Waffen abrüsten, werden diejenigen, die diese Waffen aus bösartigen Gründen weiter behalten wollen, sie keinesfalls hergeben, sei es Kim Jong-un in Nordkorea und sonst jemand auf der Welt. Der INF-Vertrag war der größte diplomatische Abrüstungserfolg des 20. Jahrhunderts. Und er ist möglich geworden, weil der Westen, allen voran Deutschland, den schwierigen, politisch hoch umstrittenen, mühsamen Weg des Doppelbeschlusses gegangen ist. Und es ist vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung in Europa schlicht und einfach falsch, diese Politik damals mit den Argumenten heute zu bekämpfen, die damals schon falsch waren und heute genauso falsch sind. Lassen Sie mir noch einen Gedanken vortragen zum Kollegen Müller von der FDP. Sie haben die Frage gestellt, warum erleben wir eigentlich diese Aggression auf Putins Seite? Ich habe die Einschätzung, dass der russische Präsident, der nun zwei Jahrzehnte lang die Geschicke seines Landes bestimmt, bei einer nüchternen Analyse der innen-, gesellschafts-, wirtschaftspolitischen Erfolge seines Landes zu einer sehr nüchternen Analyse kommen muss. Denn es ist in Russland nicht gelungen, die Wirtschaft zu diversifizieren, den Haushalt ein Stück weit aus der enormen Abhängigkeit von den Exporterlösen aus Öl und Gas zu befreien. Er weiß, dass er das soziale Niveau in seinem Land, die wirtschaftliche Entwicklung in seinem Land, auch die Zufriedenstellung von Oligarcheninteressen auf Dauer nicht leisten kann, wenn der Öl- und Gaspreis auf dem niedrigen Niveau bleibt, auf dem er heute ist. Und er baut deswegen die Legende auf, der Westen, die westliche Welt sei schuld daran, dass Russland nicht so vorankommt, wie das andere Staaten nach dem Fall der Mauer des Eisernen Vorhangs vorangekommen sind, um zu vermeiden, dass vielleicht eines Tages in Moskau Menschen auf die Straße gehen und nach dem Märchen der Gebrüder Grimm feststellen, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an. Und ich glaube, dass wir uns ganz nüchtern mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, dass die Motivation des russischen Präsidenten, angefangen vom Einmarsch auf der Krim über das, was wir am 2015 mit der enormen konventionellen Aufrüstung der neuen Panzergeneration, ich glaube 11.000 Panzer will Putin anschaffen von diesen neuen Amatar-Panzern, die am 9. Mai über den Roten Platz gerollt sind, bis hin in die letzten Tage, das zynische Verhalten gegenüber den Bemühungen der UN für die Menschen in Ostguta, einen Waffenstillstand hinzukriegen, die Hackerangriffe, die möglicherweise wie damals 2015 auch wieder ausgegangen sind, ganz konkret von Servern, die in Russland stehen und die der russische Präsident schlicht abschalten könnte, bis hin zu dem, was wir gestern in seiner Rede gehört haben, die an Martialität ja kaum zu überbieten war. Ich glaube, er will ablenken von Versäumnissen im eigenen Lande. Und es ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe, das vor der Präsidentenwahl in 14 Tagen in Russland auch so zu benennen. Dankeschön. Jürgen Hart war das und der letzte Redner hier in der Debatte zur Abrüstungspolitik. Auch er kommt von der CDU-CSU, Thomas Erndl. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Debatte. Geht es darum, fundamentale Fragen von Freiheit und Sicherheit. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, Sie haben Ihren Antrag überschrieben mit glaubhafter Einsatz für nukleare Abrüstung. Ich denke, den Teil Einsatz für nukleare Abrüstung können wir hier in diesem Hohen Hause sicher alle unterschreiben. Aber wenn Sie mit glaubhaft meinen, nur Sie kennen den richtigen Weg, dann muss ich das hier scharf zurückweisen. Ich respektiere grundsätzlich Ihren Einsatz für internationale Abrüstung, aber gerade der INF-Vertrag, der im Mittelpunkt dieser Debatte steht, zeigt doch, dass wir mit Papiertigern keine Millimeter vorwärts kommen. Wir alle wollen eine atomwaffenfreie Welt. Da müssen wir weiterkommen. Das ist natürlich auch unser und mein großer Wunsch. Aber in der Realität brauchen wir dafür die Nuklearmächte.
Und das wissen Sie genau, wie das bisher bei allen wichtigen Abrüstungsabkommen der Fall war. Deutschland engagiert sich in dieser natürlich nicht nur wichtigen, sondern überlebenswichtigen Frage für uns. Ob das mit der intensiven Werbung für den Atomwaffenteststoppvertrag ist, der UN-Resolution zum Verbot der Herstellung von spaltbarem Material oder in unserer Rolle im aktuellen Überprüfungszyklus des Atomwaffensperrvertrags, um hier nur einige herausragende Initiativen zu nennen. Und natürlich wollen wir den INF-Vertrag unter allen Umständen bewahren. Ich glaube, das ist hier auch Konsens, und deswegen haben wir mit diesem Antrag auch diese Debatte angestoßen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der gestrigen Rede des russischen Präsidenten hat er neue atomare Waffensysteme angekündigt. Neue Waffentypen, die ohne großen Vorlauf zum Einsatz kommen können. Raketen mit praktisch unbegrenztem Aktionsradius. Putin will die Welt in eine neue Aufrüstungsspirale zwingen. Und das zeigt, dass dringend ein verstärkter Dialog notwendig ist und Deutschland hier ein wichtiger Brückenbauer sein kann, ja letztendlich sein muss. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ampel von der AfD-Fraktion? Nein, das machen wir zum Schluss. Nein, haben Sie gesagt. Sie. Danke. Umso erstaunlicher ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und auch von den anderen Parteien, letztendlich ernsthaft den Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe der NATO zu fordern. Das ist aus meiner Sicht ein großes, ja ein unverantwortbares Sicherheitsrisiko. Und deshalb haben wir, und das sind die aktuellen Entwicklungen und der aktuelle Standpunkt, mit der SPD auch im Koalitionsvertrag festgehalten, dass solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, dass wir natürlich ein Interesse daran haben, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Aber wir haben gleichzeitig natürlich auch festgehalten, dass Rüstungskontrolle und Abrüstung prioritäre Ziele verantwortlicher deutscher Außen- und Sicherheitspolitik bleiben. Und diese Ziele erreichen wir aber nur aus einer selbstbewussten Position der Stärke. Und deswegen ist für mich wichtig, dass wir Deutschland mit der vereinbarten Steigerung im Verteidigungsetat stark und verteidigungsfähig halten, dass wir in Europa mit PESCO in der Verteidigung künftig gemeinsame Wege gehen und dass der Abrüstungsdialog natürlich auch im Zentrum unserer Handlungen steht. Und dass letztendlich auch, und das glaube ich, können wir nach dieser Woche auch sagen, digitale Schlachtfelder, so muss man es leider nennen, auch in die Sicherheitspolitik mit einbezogen werden. So sieht verantwortungsvolle Sicherheitspolitik aus, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Hampel zu einer Kurzintervention. Armin Paul Hampel von der AfD. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Kollege Erndl, nach der von Ihnen erwähnten Rede des russischen Präsidenten Putin ist Ihnen vielleicht die geografische Situation bewusst. Soweit ich weiß, sind die NATO-Truppen an den Grenzen Russlands und nicht Russland an den Grenzen der amerikanischen oder der westdeutschen oder deutschen Gestade. Das Zweite ist, um die kollektive Amnesie vielleicht auch bei der CDU etwas aufzuhellen, bei der FDP ist sie ja schon vorhanden, die soeben von meinem Kollegen Lukasen erwähnten Gespräche mit der damaligen Sowjetunion, als es um die deutsche Einheit ging, sind ja nun vielfältig verbrieft und wiedergegeben. Die FDP erinnert sich nicht mehr, erinnert sich die CDU daran, dass es damals ausschließlich darum ging, Deutschland in der NATO, also Gesamtdeutschland in der NATO zu behalten, dass es darum ging, ob auf dem Territorium der ehemaligen DDR überhaupt NATO-Truppen zugelassen sind und dass wir immer wieder versichert haben, dass wir keine Ausweitung der NATO nach Osten wollen. Ich kann Ihnen gerne nachhelfen. Ich war auf den Reisen nach Moskau und in den Kaukasus dabei. Genau das war permanentes Gesprächsthema in diesen Tagen. Und genauso wurde es auch der russischen Seite kommuniziert, Herr Kollege. Armin Paul Hampel war damals ARD-Journalist. Herr Kollege Erndl, Sie können darauf erwidern. Wir haben ja schon dargestellt, dass das Legenden sind. Ich kann nur auf das verweisen. Ich weiß nicht, aus welchem Verschwörungsblock Sie das haben. Und letztendlich hat der damalige
hat der damalige russische Präsident Gorbatschow das auch bestätigt, dass er in der NATO-Osterweiterung keinen Wortbruch sieht. Insofern sind wir ja alle klar in unserer Position und ich denke, das wollen wir hier nochmal darstellen. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 956 und 976. Die Anträge der Union und der Grünen werden jetzt also in die zuständigen Ausschüsse überwiesen.